Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Alteiche von Kalle, den Ultramapper. Ja, und jetzt Kalle, by the way. So, ich habe unseren Schluter mal ein Heckgewicht geholt, weil ich musste ihn ja wieder zurücksetzen. Ich habe das Spiel ja neu gestartet. Das ist ja irgendwie Standard. Jetzt wollen wir eben sehen, dass wir hier den Wagen einigermaßen abgeladen kriegen. Wir müssten ja auch noch Ballen fahren, ne? BGA noch ein bisschen füttern. Dass wir das jetzt mal doch kriegen, ne? Damit das läuft. Und alles vernünftig schick und schier ist. Ich spiele doch bestimmt jetzt auch mit dem Schlüter. Habt ihr auch das Problem, dass ihr bei diesem alten Schlüter den jedes Mal zurücksetzen müsst, wenn ihr das Spiel startet? Das wäre mal eine coole Information für Svenny. Und mir geht das nämlich ein bisschen auf den Zünder, ey. Ich bin ganz ehrlich. Ist ja nichts gegen das Moped, aber ich verstehe es nicht. Ich muss den jedes Mal zurücksetzen, wenn ich das Spiel neu starte. Ist ein bisschen lästig, ne? Sagen wir, wie es ist. Ja, ist lästig. So, aber davon lassen wir uns sonst nicht unterkriegen, ne? Wie gesagt, und wir brauchen noch ein Bild, ne? Wir müssen arbeiten. Ja, geht auch wieder so gut, ne? Es ist jedes Mal neue Dings, man. Irgendwas ist ja immer, ne? Oh. Druck. Danke dafür. Hehe, guck mal, läuft. So, jetzt, zack, zack. Nehmen wir nicht ein ganzes Dachtiet, ne? Ab und zu muss der Laden auch mal laufen. Wenn auch schwierig, aber ab und zu muss hier auch mal was laufen. Nee, ist halt hier. Chaos-Kanal. Das war ja schon immer so. Hukubi steht auch noch da. Wir können gleich hier nochmal eben noch ein, zwei Schipke-Silage mitfahren. Dass das alles vernünftig an den Start kommt, ne? Den Tiefenlocker müssen wir auch noch ausprobieren, ob unser Schlüter den zieht, ne? Ist halt unser Ackerpferd, der große Schlüter. 1455, der hat nicht so viel Wumms unter der Haube wie der Schlüter. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch mal eben kurz Testing machen. Testing on the best. Weiß auch nicht. Galgen Humor. Ist normal bei mir morgens. Die habe ich ja gut gestapelt. Nicht. So eine können wir nämlich unsere Grassilage. Wenn wir denn heute noch mal gestapelt kriegen. Schön später in die BGA feuern, ne? Und kriegen Gärreste. Und so war ja Sinn und Zweck des Zieles. Perfekt, oder? Ja, bin ich auch für. Ist schon ganz gut. Wir haben November. Zum Glück haben wir nicht mehr so viel zu tun, diesen in dem Tag, ne? Ja doch, jede Menge Ballen fahren. Dann ist noch Tagesbusiness. Ballen fahren. Aber die stapeln wir schön unten an der BGA hin. Stefan hat gesagt, er hat sich die BGA am Bauplatz gesetzt. Ja, hätte ich auch gemacht. Aber ich mag es ganz gerne, wenn ich dies alles am Hof habe. Ja, dann brauche ich da nicht immer so oft hinfahren. Oder so viel hin und her fahren. Deswegen habe ich meine BGA hier am Hof gesetzt. Das hat sich ja angeboten. Es ging ja auch. Und dann passt das. Starten kann heute Morgen auch noch, ne? Junge. Kriegen wir hin. Was willst du denn sonst sagen? Kannst du auch Kopf in den Sand stecken und dich beerdigen. Aber das machen wir nicht. Und mit dem Gewicht hebt er auch zwei Ballen. Tippitoppi, ne? Haben wir den Stress auch schon nicht mehr. Das, wie heißt es hier, Ballenprobleme haben und so. Wir müssen nachher auch mal, glaube ich, Schlepper noch verkaufen oder so. Wir haben viel zu viel Schlepper im Hof. Obwohl ich das ja eigentlich nicht machen wollte, aber willst du drauf hinauslaufen? Die Unterhaltskosten und so, die fressen uns ja sonst auf.
Jetzt müssen wir eh bald Kredit zurückzahlen, ne? Sie müssten wir ordentlich Material auch mal in eine BGA schmeißen. Echt? Wo ist dieser Wurm drin? Irgendwas ist hier immer. Sagen wir, wie es ist. Irgendwas ist immer. Mal normal laufen? Puh, das siehst du ja überall, dass normal läuft. Und nicht bei Svenny. Ja, guck mal. Letzte Bolle da eben runter. Perfekt. Fast perfekt. So, gucken, wie viel das noch gibt. Ich weiß ja gar nicht. Das waren noch ein paar Bällekissen. Ob wir die da unten alle hingestapelt kriegen, das ist selbst eine Sache. Wird schwierig. Weil, wenn ihr diese Shit stapelst, wie ich den ganzen Morgen hier schon. Boah, vorne ist auch Glückssache. Kobeli war Möbeli, ne? Sind wir, hätten wir die Gießkanne nicht weggehittert? Okay, ja, dann bleibst du da jetzt erst liegen. Das stört mich nicht. Hm. Okay, Abflug. Eben ein, zwei Schippen Silage noch reingefeuert. Eine Böge Ohr. Dass sie wirklich laufen kann, weil wir da auch Kohle raus regenerieren. Wir haben noch Zuckerrüben, ne? Die müssen wir auch sehen, dass wir die irgendwie an Stissel kriegen. Da können wir nämlich Zuckerrüben-Schnitzel rausmachen oder können wir die so da reinschmeißen? Das weiß ich gerade gar nicht. Müssen wir gleich mal innen nachgucken. Aber wenn wir die so in der BGA kriegen, ist ja auch eigentlich ein Vorteil, ne? Dann haben wir dann nicht so viel Malheur mit. Wir haben noch ordentlich Mist, ne? Aber ja. Ne, wir tun nach einem tiefen Locker Mist vorn. Oder? Ne, nach einem tiefen Locker. Sonst siehst du das wieder so schäbig. Und das ist doof. Ab und zu mal ein Grüßerli an die Rinder. Nicht, dass sie sich benachteiligt fühlen. Ne, da müsst ihr dran denken, wenn ihr über den Hof fahrt, ne? Ganz wichtig, sonst fühlen die sich echt irgendwann benachteiligt. Und das wollen wir nicht. Wie ist mein Kupplungspunkt? Ziemlich komisch. So, halt mal eben an, Gang raus. Guck mal nach, können wir da normale Rüben auch reinmachen? Wäre ein bisschen einfacher. Ne, nur Zuckerrübenschnitzel. Ey, dafür jetzt extra so eine Schippe kaufen? Weiß ich ja auch nicht. Da läuft noch. Hier läuft auch, ne? Guck mal, da haben wir auch ein bisschen was. Müssen wir auch mal auslagern und verkaufen. Hier ist auch noch in Ordnung. Okay, das läuft erstmal. Perfekt. Was willst du mehr außer 3,50, ne? Ich schmeiß mal noch ein, zwei Schippen rein und dann geht's weiter im Text. Wie gesagt, wir haben keinen Stress, ne? Das ist ja Chili Vanilli, Alteiche, ne? Wisst ihr, ist Chili Vanilli. Ich glaube, mein Mikro ist zu weit weg, oder? Jetzt ist es besser, ne? Von daher, ich tue mir da keinen Stress an. Ist wie es ist, ne? Perfekt. 5000 Liter Silage sind erstmal wieder drinnen, ist ganz gut.
60.000 Liter gehen da, glaube ich, in den Bunker, ne? Ja, aber so viel schmeißen wir da jetzt erst noch nicht rein. Das ist jetzt nur, dass die erstmal ein bisschen über die Nacht laufen kann. Den, weil mehr brauchen wir im Moment nicht, ne? Jetzt haben wir natürlich das äußerste Problem. Wir müssen einen Schlepper gleich auf die Wiese parken und... Ja. Das ist ja... Ja. Problem ist es nicht. Nächstes Mal können wir den Ballenwagen ja auch hier hinstellen. Dann können wir auch zur Not mit Hubi abladen. Obwohl, der hebt die Silageball ja gar nicht. So. Da sind jetzt, wie viel Silage drin? 11.000, 20.000 müssen wir eigentlich voll machen. Sicher ist sicher. 20.000, ja, dann kommen wir vielleicht auf den nächsten Engel mit der Silage. Und regenerieren Kohle. Das ist der größte Plan an der Geschichte, ne? Wie gesagt, wir brauchen die Kohle. Ja, die Kohle und vor allen Dingen auch die Gärreste. Die Gärreste sind mir eigentlich wichtiger wie die Kohle. Weil wir dann vernünftig düngen können, einigermaßen, so wie der Plan ist. Ob das wirklich so alles klappt, werden wir sehen. Habe ich keinen Plan gerade. Wird sich zeigen. Ich hoffe es. Ja, unseren Ladewagen, den müssen wir auch noch irgendwo zwischenporgen. Am besten den Miststreuer umdrehen, dann den Ladewagen. Hier mit rein, ne? Ja. Oder wir schieben hinter der Drille den Ladewagen. Gucken wir nachher mal. Alles ruhig weg. Sonst geht's in der Hose. Wenn's in der Hose geht, das ist nicht gut. El Perfecto. Die Gießkanne, ne? Ich glaube, die hat der Helge da hingeschmissen. Man sollte ja hier aufpassen. Ob das auch alles vernünftig läuft und so, aber... Ist nicht so einfach mit der Helge. Einen holen wir erst noch. Dann gucken wir gleich mal, ob der Schlüter den Tiefen noch grad zieht. Das würde mich ja mal interessieren. Und dann müssten wir eigentlich auch ein paar Schlepper entsorgen. Das heißt entsorgen, tauschen. Ja. Ansonsten, ja, die Betriebskosten, die sind sonst zu groß. Und das wollen wir nicht. Irgendwann rächt sich das. Unser Silo wird aber auch leer. 92.000 Liter noch. Da waren, glaube ich, 140 drin, ne? Ja, wir ein bisschen knapp dann, wenn wir jetzt alles mit Silo die BGA noch befüllen und so. Aber wir kriegen ja auch noch wieder einen Grasschnitt, also von daher. Alles kein Problem für uns. Ist so, ne? Davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir könnten hier auch mal einen Schluck Gülle reingeben, aber wie gesagt, die Gülle, die brauchen wir im Moment auch zum Düngen. Perfekt. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen,
Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.